Ich beziehe mich nur auf Mokea, diese Harpie mit Haigesicht. Mögen auch das bisschen ihre Augen verzehren. Linko schüttelt sich kraftlos in seinem Bett, eine Faust trotzig gehoben. She cheated me. Are we to lose our home for the sake of Clarios Alliance? Sie hat mich betrogen und wir verlieren unser Haus zu Hause wegen Clarios Bündnis. Hier, Mokea hat sich entschuldigt und dein Geld zurückgegeben. Sie hat was? Er betrachtet den Geldbeutel in seiner Hand, dann blickt er dich mit einem Auge finster an. Ja. Let her apologize to my face, the shark spawn. Nella. What good is an apology? Does it fix my ear? Ich hasse den. Lass sie mich bei mir persönlich entschuldigen, diese Ausgeburt des Heils. Merla, was will ich mit einer Entschuldigung? Wird das mein Ohr wieder in Ordnung bringen? Enough then. I am forgiving. You have what I asked for. I promised you a share of the coin. We leave it at that. Soll genug sein. Ich bin nicht nachtragend, was wohl auch ich gebeten habe und ich versprach einen Anteil des Geldes. Wir belassen es dabei. You have saved my family, Aimiko. I say it plain. Agresima. Du hast meine Familie gerettet, Aimiko. Aimiko ist Freund. Ich sage es offen. Agresima. Also danke. Er legt den Kopf zurück auf das Kissen und winkt dir kraftlos zum Abschied. So, Brücken abbrechen. Ich habe Rinkos Münzbeutel und ich kann ihn in den Hafen zurückbringen. Es bedurfte zwar einiger Überzeugungskraft, ich konnte Mokea aber zur Vernunft bringen. Sie und Rinko werden zwar niemals beste Freunde werden, das sollte aber zumindest verhindern, dass sich die Lage zwischen den Valianern und den Huana weiter zuspitzt. Und ich habe 1000 Kupfer gemacht. Ich sollte auf jeden Fall wieder Zeug verkaufen. Was habe ich da eigentlich? Eine Kettenrüstung. Ja, die ist okay. Und Xoti hat eine Robe. Ah, Gewänder von Gaun. Plus Erholungsgeschwindigkeit, oha. Warte mal. Erholungsgeschwindigkeit plus 35. Das heißt, ihre Robe hier ist eigentlich genauso schwer wie mein Kettenhemd. Hat auch denselben Rüstungswert, nur Edda trägt was. Achso, auch 35, okay. Weil ich habe hier Gambason, ich habe malianische Alltagskleidung und so weiter. So, wieder ein Level up. Wir kriegen zwei neue Fähigkeiten als Waldläufer, eine neue Kraftstufe. Eine aktive und eine passive Fähigkeit. Aktiv geht wieder auf Mechanik, damit ich als einziger hier mit dem Schlösserknacken beschäftigt bin. Edda hat zwei bei Sprengstoffe. Ach, sag bloß. Ah, ich glaube, ich verstehe es mittlerweile. Können wir noch was anderes anzeigen? Nee, hier nicht. Ganz ehrlich, ich dachte, das wäre hier immer das Höchste, aber so wie es aussieht, ist das entweder der Durchschnitt. Ja gut, es ist der Durchschnitt. Ja, das macht Sinn. Außer hier. Weil hier wäre es der Durchschnitt. Hier wäre es nämlich 5 plus 2 ist 7, ist 3,5 aufgerundet. Hier ist es nur 2, also ist es 2. Hier ist es 6, also wieder der Durchschnitt. Warum es hier 3 ist zum Beispiel. Ach, egal. Plöffen, Überleben. Findigkeit. Machen wir nochmal Tiefblick. So, zwei neue Fähigkeiten, weil wir den nächsten Rang erreicht haben. Gefährtenhain, weiß den tierischen Gefährten des Waldlaufers an, zu seinem Ziel zu brechen und es niederzuschlagen. Schützender Gefährte, lange Erfahrung in gemeinsam durchgestandenen Kämpfen haben dem Waldläufer und dem tierischen Gefährten einen äußerst effektiven Team im Kampf gemacht. Angriffsbindung plus 1. Mhm. Ja, Scharfschütze hätte ich gerne. Schütze, Nachladezeit für Armbrüste, Arbalest und alle Feuerwaffen
werden verkürzt. Das ist nicht schlecht. Schuss aus der Bewegung. Zweihandstil. Waffe und Schild. Zweiwaffenstil. Die Abwehrboni der ausgerüsteten Schilde werden erhöht. Ne, nehmen wir erstmal das, weil die nächste Stufe schalten wir erst auf 5 frei und das heißt, auf Level 4 kriegen wir ja nochmal einen Punkt. Da kann ich entweder da was reinsetzen oder in die Fähigkeit. Oder markierte Beute. Da machen wir erstmal die beiden, dass ich mehr Genauigkeit habe und schneller schießen kann. So, wo sehe ich eigentlich meine Kraftstufe? Das wäre nämlich gar nicht mal so schlecht zu wissen, wo meine Kraftstufe zu sehen ist. Okay, weiter. Sehe ich die hier irgendwo? Weil das ist nur meine normale Stufe. Die kriege ich jedes Mal. Meine Kraftstufe würde ich aber gerne wissen. Weil ich habe so das Gefühl, die Kraftstufe ist doch ein bisschen was anderes als die... Genauigkeitsstufe. Okay. Muss ich beim nächsten Level Up mal drauf achten. Wir machen jetzt das Level Up von... Oh, ich muss mal kurz gucken. Bei Xoti ist das nämlich so eine Sache. Zählt das Ding als Schild? Das steht als Schild. Okay. Kraftstufen. Die Kraftstufe ist ein Maß der gesamten Kraft des Charakters. Alle aktiven Zaubersprüche und Fähigkeiten werden durch die Kraftstufe geändert und werden kraftvoller, je mehr Stufen du erhältst. Einige Gegenstände, Zaubersprüche und Fähigkeiten können deine Kraftstufe ebenfalls positiv oder negativ beeinflussen. Alle Wiederherstellung-Kraftstufen. Ich verstehe das noch nicht so ganz mit den Kraftstufen, aber egal. Auf jeden Fall, sie trägt ein Schild. Und ich glaube, ihre Laterne wird sie auch noch nicht so leicht aus der Hand geben. Plus 1. Achso, heiliger Glanz kriegt dadurch die Sachen. Und Seelenwächter. Plus 1 jeder Mönchressource pro Kill. Sie hat aber Dings, Glaubensressource. Ja. Also gut, Edda, Level Up. Sprengstoffe oder Heimlichkeit? Gehen wir mal einen Punkt auf Heimlichkeit. Und einen Punkt auf Findigkeit. So, er kriegt 2 Fähigkeiten. Ich gebe ihm da natürlich auch Waffe mit Schild. Ja, der Abwehrbonus von Schilden wird erhöht und das wird ebenso auf die Reflexe draufgelegt. Weil alles andere sicherer Schütze. Dadurch werden bloße Schürfwunden. Ja, 30% leichter Treffer in den Treffer mit Waffen aus dem Waffenschwerpunkt. Was haben wir aber so hier? Kämpferhaltung. Der Kämpfer übt sich in der Fähigkeit, spezielle Kampfhaltung einzunehmen. Jede Haltung ist hervorragend für einen anderen Aspekt des Kampfes geeignet. Die Verteidigungshaltung ist geeignet, um sich gegen Gruppen von Gegnern zu behaupten. Die Niedermähenhaltung ist effektiv, wenn man mehrere Gegner auf einmal angreift. Und die Gegnerhaltung ist am besten, wenn man
mit einem einzelnen Gegner Mann gegen Mann kämpft. Oh. Rein ins Getümmel. Der Kämpfer stürzt sich in die Schlacht und zieht einen Feind in unmittelbarer Nahkampfentfernung. Er fügt ihm Schmetterschaden zu und lässt ihn benommen zurück. Hm. Ne, nehmen wir mal die Kampfhaltungen. So, die Kämpferhaltungen. So, die kann er jetzt hier. Wegbandhaltung. Kriegerhaltung ist Mann gegen Mann. Lassen wir lieber die Wegbande. Das ist cool. Immer wenn der, wenn mein Krieger was in der vor sich tötet. Nee, jedes Ziel, das vom Krieger mit einer Nahkampfwaffe getötet. Ah, okay. Also immer wenn Edda was tötet, dann werden alle Gegner um ihn herum angegriffen. Das ist praktisch. Feindwirkungsradius pro Kill mit Nahkampfwaffen. I'm here. Happy to oblige. So. Zwei neue Priesterfähigkeiten, neue Kraftstufe. Alchemie wäre nicht schlecht und hier mal Geschichte. So, zwei neue Punkte. Zurückziehen könnte ich nehmen, das ist aber schon irgendwie ausgewählt. Sind das irgendwie Sachen, die man von Anfang an, sie einfach so lernt? Weil das so Unterklassenfähigkeiten sind. Hm. Gucken wir mal. Ich wollte ihr Waffe und Schild geben. Ja, Treffer zu kritischen Treffer. Das geht aber, glaube ich, nur, wenn er nur eine Einhandwaffe ausgerüstet hat. So, und jetzt hier Fähigkeiten. Wir haben schon mal wiederherstellen. Gebet für den Körper. Inspiration fit. Was macht den fit? Plus 5 Verfassung. Okay. Abstoßendes Siegel, das tut niederschlagen. Das habe ich ja schon öfter im ersten Teil benutzt. Ja, reinigender Verstand. Dadurch kriegt man Konzentrations- und Willensbonus. Ah, da. Plus 5 Entschlossenheit, plus 1 Konzentration. Mhm. Spirituelle Waffe. Ruf eine göttliche Waffe herbei. Die Waffe hängt von deiner Gottheit ab und wird durch deinen Glauben gestärkt. Waffe beschwören Sichel, Waffe beschwören Laterne. Hm? Ikonische Projektion. Erzeuge eine langsame, energiegeladene Projektion des Glaubens des Priesters, durch die alle Verbündeten an Ausdauer gewinnen und alle Feinde Frostschaden erleiden. Das klingt böse und die Säulen des Glaubens. Beschwört eine Säule, die halt Bomb macht. Das da klingt allerdings cool. Wobei ich gern eher das erstmal das Gebet des Körpers hätte. Oh, das ist auch nicht schlecht. Sie hat extra Glauben für Priesterstufe 2. What do you need? Ah, und hier steht die Kraftstufe. Hat Edda 2 und ich habe auch 2. Ja, okay, das wird es wahrscheinlich erklären. Durch die Kraftstufe werden halt meine Fähigkeiten besser. Das heißt, ich habe nur diesen einen Heilzauber eigentlich. Könnte ich ja gerade mal bei ihr gucken. Oh, Reputation.
Wie sieht das eigentlich so mit aggressiv und so aus? Zwielichtig, aggressiv und grausam bin ich nicht. Alles andere kann ich eigentlich sein. Das passt eigentlich alles zu Hagrim. Manchmal ist er stoisch, wie es für einen Zwerg sich gehört. Manchmal ist er auch rational, wenn es sein muss. Leidenschaftlich kann er auch sein, wenn ihm einer zu krumm kommt.